Freunde, willkommen hier auf dem Map Mühlenkreis Mittelland Duisburg auf dem Bauernhof von Patrick, Folge 14. So, was machen wir heute? Also, ich hatte mir jetzt erstmal überlegt, den John Deere zu schnappen, alle Düngermaschinen mitzunehmen. Und dann werden wir die erstmal wieder auffüllen, komplett. So. So, dann haben wir die jetzt dann befüllt. Und wie ihr seht, habe ich einen Zeitsprung gemacht, weil das Problem war einfach nur noch gewesen, ich konnte nichts mehr machen. Das heißt, alle Aufträge waren fertig und jetzt da die ganze Zeit nur rumfahren, wäre ein bisschen lächerlich gewesen. Deswegen habe ich dann halt eben Zeitsprung gemacht. Hier kann ich nicht fahren. So, mal gucken hier. Nee, geht leider nicht. So, dann machen wir mal nehmen wir mal einen Auftrag an. Wir wollen ja Geld verdienen. So, was haben wir denn hier? Feld 3, ja. Und dann fahren wir mal zum Feld 3. Feld 3 ist unten an der BGA. Ist das Feld 3. Und dann werden wir mal da jetzt hinfahren und dann die Aufträge mal wieder erfüllen. Und dann passt das. So, wie ihr seht, habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Kohle. Über 1 Million habe ich jetzt schon. Das kommt aber auch jetzt ehrlich gesagt dadurch, weil ich hingegangen bin, habe mir Regierungszuschuss beantragt. Und deswegen habe ich jetzt so viel Geld. So, und dann fahren wir hier rein. Fahren wir mal dann da mal.
So, dann fangen wir mal hier an. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es halt eben so, dass ich Regierungszuschüsse beantragt habe. Das heißt, einfach so ein Schildchen aufstellen, wo ich dann jede Stunde 100.000 bekomme. Weil sonst wäre ich nicht aus den Schulden gar nicht mehr rausgekommen. Weil wir hatten ja auch keine Aufträge mehr annehmen können, weil es alles erledigt war. Deswegen habe ich auch den Zeitsprung gemacht. Um dann wieder neue Aufträge annehmen zu können. So. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier weiterarbeiten. Um die Triumphe zu erhalten, die ich haben möchte. Ist das auch erledigt? Feld 32. Das müsste doch. Genau da unten, ja. Dann fahren wir jetzt zum Feld 32 und machen dort die Arbeit weiter. So, und auf jeden Fall werden wir hier dann jetzt zum Feld 32 fahren und dann Nummern düngen. Bin auch am Überlegen, ob ich mir nicht noch ein zusätzliches Feld kaufen soll. Aber da muss ich mal gucken. Da will ich aber gleich gucken, wenn ich dann wieder auf dem Hof bin.
welches Feld ich mir dann noch kaufe. Und dann werden wir ja sehen, welches Set ich mir da noch kaufe. Schalten wir mal den Tempomat ein. Moin, moin. Das bedeutet guten Morgen. Muss man Plattdeutsch reden. Wenn ich mit meinem Bruder Plattdeutsch rede, dann versteht mein anderer Bruder gar nichts mehr. Weil kann ich mit meinem Bruder nämlich sehr gut Plattdeutsch. Und das ist nicht immer schön, wenn ich mit meinem Bruder am Telefonieren bin und dann Plattdeutsch rede. Weil ich kann nämlich drei verschiedene deutschen Sprachen sprechen. Berlinisch, Plattdeutsch und Ruhrpott. Wenn mich mein Bruder mal anruft, der redet dann mit mir immer hessisch. Ja, und das kann ich nicht. Also Hessisch kann ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da ich mir noch ein zusätzliches Feld hole. Boah, kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Ganz ehrlich. Da tut mir echt leid, kann ich mich echt nicht mehr daran erinnern. Weil ich habe jetzt mittlerweile so viele Folgen gemacht. Auf jeden Fall, weiß ich schon, weil ich nächstes Jahr vorhab, wenn ich endlich diese scheißerfuckte Impfung habe, von diesem scheißerfuckte Coronavirus, dann werde ich nicht nächstes Jahr auf meinen Geburtstag zu meinem Bruder fahren. Das weiß ich. Denn, dann frage ich nicht von meinem Bruder den Onkel, ob ich wieder mal den John Deere fahren darf, weil den möchte ich doch mal wieder mal gerne in echt fahren, den John Deere, auch auf dem Feld. Weil jetzt bin ich ja alt genug, jetzt dürfte ich ihn sogar auf der Straße fahren, wenn ich einen Führerschein hätte. Dürfte ihn sogar dann auf der Straße fahren. Aber auf dem Feld dürfte ich dann locker fahren. Muss ich mal gucken. Muss ich mal fragen. Weil, dann hätte ich nicht mal meine Action Cam genommen. Und hätte das dann gerne mal gefilmt, wie ich dann
den John Deere fahre. Ja, ich schreibe nachher mal meinem Bruder an und fragte mal, was das für eine Marke, also aus welchem Jahrgang der John Deere ist. Aber soweit wie ich weiß, also habe ich jetzt die Tage mal gegoogelt, ist die Marke John Deere über 100 Jahre alt, laut Wikipedia. Aber da kann man sich auch nicht immer drauf verlassen, auf Wikipedia. Und da werde ich mich mal schlau machen nochmal. Weil ich weiß, dass der von meinem Bruder, der Onkel, nicht John Deere hat, aus die 60er. Das weiß ich, dass er aus die 60er ist. Aber ich weiß jetzt nicht, aus welchem Jahrgang. Deswegen. So, dann gucken wir mal eben nach. Wegen Feld, was ich noch ansehen könnte. Also ich könnte jetzt eigentlich nur noch Mais oder Sojabohnen anpflanzen. Was bringt denn das meiste Geld ein? Ich denke mir mal Sojabohnen. Das heißt, ich müsste ein Feld haben, was leer ist. Müsste ich dann kaufen. Mal gucken. Das wäre dann Feld 30. Das wäre leer. Wie lange braucht denn eigentlich der Hafer? Der Hafer? Das könnte ich schon anfangen. Nee, Ende. Ende Sommer ernten. Wenn das Wetter natürlich mitmacht. Das heißt, Feld 53. Genau. So, dann kaufe ich mir noch Feld 53. Da sieht das dann auch noch mal 5,36 Hektar. Ja, mache ich. Also, dann steigen wir mal hier aus. Steigen in unserem Fendt. Holen uns mal hier die Maschine. Für die Bodenproben. Und dann fahren wir mal hier lang. Und dann werden wir jetzt erstmal die Bodenproben einsammeln.
Dann schicken wir es nachher, wenn wir hier alles dann eingesammelt haben, an Bodenproben ins Labor und dann werden wir mal sehen, was wir hier für einen Boden haben. Und wie der Sauerstoffgehalt drin ist. So. Ach, was mache ich denn da jetzt? Falsche Taste gedrückt. So, mal eben hier. Ach ja, genau, die Story, ja. Mit dem, wie ich da halbnackt über das Feld gerannt bin. Jetzt gar nicht, wie viel daran erinnert. Ja, das war ja auch gut. Ja, schade nur, dass ich dann damals wirklich kein Handy gehabt habe, wo ich mit filmen hätten können. Weil das wäre echt lustig gewesen, das ins Internet zu stellen. Aber, jetzt muss man ja sagen, das Hausschwein lebt ja heute ja auch nicht mehr. Leider. Aber muss man ja leider sagen, das lebt ja leider nicht, ja nicht mehr. Das Hausschwein musste geschlachtet werden. Für Weihnachten. Letztes Jahr. Schade eigentlich. Ich hätte gerne was von das von der Schwein gehabt. Aber das war halt eben nicht mein Glücksfall. Da kann man leider nichts dran ändern. Aber was soll's. Aber war echt lustig gewesen, wie der Bauer sich gefragt hat, was macht der denn da? Warum rennt der denn in Boxershorts da über das halbe Feld? Ja, das war echt lustig. Wollte ich ganz ehrlich sagen. Aber schade, dass es wirklich kein Video davon gibt. So. Dann gucke ich jetzt gerade mal nach. 60er Serie. Genau, jetzt weiß ich auch wieder, was das für ein John Deere war, die ich damals mal über den Hof gefahren habe. Das war nämlich ein John Deere 2800er. Ich habe jetzt gerade ein Bild davon im Internet gefunden. Auch wenn er schon so lange jetzt her war, ist ja jetzt 16 Jahre her, wo ich den gefahren bin. Aber der fährt heutzutage immer noch. Da muss man ja echt zulassen, dass sie lange Lebensdauer haben. Aber da muss ich mal den Onkel fragen von meinem Bruder her, ob ich den auf dem Hof fahren darf. Und auf dem Feld.
weil der ist ja Milchbauer. Ist er ja. Und der macht ja alles noch per Hand. Sag ich jetzt mal. Der benutzt ja für die Kühen ja keine Maschinen. Der zapft sie wirklich noch früh morgens selber alle ab. Jetzt muss man ja auch dazu sagen, ist ja alles ja auch ein Familienbetrieb. Die kennen das alles. Wie man die Kuhn melken tut. Die machen ja alles per Hand. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, frische Kuhmilch, frisch gezapft vom Euter, die ist nicht schlecht. Die schmeckt besser als die jetzt aus dem Supermarkt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da viel mehr Fettanteil drin ist als Wasser. Weil die aus dem Supermarkt ist ja behandelt. Und die von der frischen Kuh ja nicht. Und die war wirklich lecker gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hier kriegst du ja nirgendwo einen Milchbauer hier in Duisburg, wo du ja frisch von Euter kriegst. Das kriegst du ja heutzutage ja fast nirgendwo mehr. Weil hier von meinem Bruder, der Onkel, der verkauft sie ja auch auf dem Hof. Unbehandelt. Weil die wissen genau, um 5 Uhr fängt er die Kuh an zu melken an. Um 8 Uhr sind sie erst fertig. Ja, und dann stehen schon die ersten Kunden und wollen frische Kuhmilch haben. Ja, also, und nach einer Stunde ist alles weg. Weil die alle ankommen. Weil die kommen. Jetzt muss ich auch dazu sagen, wo der wohnt, ist ja auch nur ein kleines Dorf von knapp 5000 Einwohnern. Und wenn die wissen, aha, er hat jetzt, er fängt jetzt an, die Kuh zu melken, dann stehen sie ja schon alle und wollen immer einen Liter kaufen. Weil die genau wissen, dass sie frisch ist. Dass die dann extrem lecker ist. Die ist natürlich nicht lange haltbar, ist ja klar. Eine Woche im Kühlschrank. Nur. Aber die ist lecker. Also ich habe sie getrunken gehabt damals, ruhig bei meinem Bruder war auf dem Bauernhof. Habe ich sie getrunken gehabt, hat er mich gefragt gehabt, wo ich vom Feld wieder kam, weil ich hab, von die Sau weggerannt bin. Hat er gesagt, ja, na, Frühsport zu Ende, hast du jetzt Durst? Habe ich gesagt, ja, was gibt es denn? Ja, kannst du ja aussuchen, Kakao oder frische Kuhmilch? Habe ich gesagt, ja, wie frische Kuhmilch? Ja, frisch von Euter abgezapft. Wie? Ja, wir machen das hier noch alles auf dem Bauernhof selber. Habe ich gesagt, zeig mal. Da sieht man den Kuhstall rein. Und dann hat er die Kuh genommen, hat er die unten an Zipfel gepackt, an den Euter und hat die dann gemolken. Hat er mir den Glas gegeben gehabt, ich habe die dann getrunken und ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich extrem lecker. Das muss man ja echt lassen. Und dann habe ich wirklich die eine Woche, wo ich da bei meinem Bruder war, auf dem Bauernhof, habe ich wirklich nur frische Kuhmilch getrunken. Jeden Tag ein Glas. Ist zwar nicht sehr gesund, jeden Tag ein Glas zu trinken, weil ja es halt einfach zu viel Fett drin ist. Aber was soll man machen? Wenn man ja schon die Möglichkeit hat zu einer frischen Kuhmilch, dann halt eben auch mal zuschlagen.
Aber ich habe dann ja immer abwechselnd getrunken. Einmal frische Kuhmilch und dann frische Kakao. Ja, also immer Kakaopulver, einen Tag mit Kakaopulver, einmal ohne. Ja, dass das dann immer anderen Geschmack hat. Weil ich könnte es jetzt ehrlich gesagt nicht jeden Tag ein Glas nur Kuhmilch trinken. Bei mir dann schmeckt das dann irgendwann auch nicht. Ja. Aber wenn man das immer so abwechselnd trinkt, einen Tag mit Kakaopulver, einen Tag ohne, dann passt das schon. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ist einfach ein anderer Geschmack drin. Auch wenn das zu viel Fett hat. Ich glaube, das hat 20% mehr Fett als die normale Kuhmilch. Die normale hat ja jetzt hier, wenn die ja, hat ja nur 3,5. Und die vom, halt eben frisch gemolken. Von der Kuh halt eben über 20%. Und das soll schon was heißen. Ja, dann merkt man das nach ein paar Monaten. Merkt man das, wenn man dann jeden Tag nur frische Kuhmilch trinkt, dann explodiert die Waage. Weil das sehe ich bei meinem Bruder alleine. Bei denen ist ja die Waage explodiert. Weil die hatte ja die ganze Zeit nur getrunken. Jeden Tag. Bei denen ist die Waage explodiert. Der bereut das heutzutage. Mit der frischen Kuhmilch. Aber was will man machen? So ist das Leben. So, Bodenproben, die Analyse haben wir auch. Mal gucken. Also haben wir sandiger Lehmboden, Lehmboden, Schuldfingerton haben wir drunter. Ja, da passt eigentlich, passt schon. Da haben wir einmal komplett alles drinne. So, was kostet denn das Waldstück hier? 500.000. Boah. Ist aber auch teuer. Aber ich könnte Bäume fällen. Nee, lass das mal. Also Bäume fällen unbedingt, muss jetzt auch nicht sein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was für Aufträge haben wir denn hier noch? So, Transport. Düngen. Eigentlich wieder alles nur düngen. Feld 28. Mit 7000. Wo haben wir es denn jetzt hier? Ach, hier. Wie viel Hektar? Vier Komma neun. Vier Komma neun. Lohnt sich eigentlich nicht, ist eigentlich zu wenig. 7.400 €. Was ich ja gerne mal wieder haben möchte, ist das hier. Dieses Feld. Mit 11 Hektar.
Weil das wäre das richtige Feld für mich. Zumindest zum Düngen. Weil da würde ich richtig Kohle mitmachen. Auf das Feld. Das weiß ich. Da muss ich mir mal überlegen. Was kostet das denn? Knapp 700.000. Ja, ist mir aber ehrlich gesagt von meinem Hof her aus viel zu weit weg. Um das halt eben zu bearbeiten, weil ich dann halt eben über die ganze Karte fahren müsste. Einen Augenblick mal eben. Ich muss mal eben Kugelschreiber holen. Habe ich den denn jetzt hier? Dann nehmen wir direkt auch noch mal eine Dose Energy Drink mit. Und wo habe ich jetzt mein kleines Notizblock? Das müsste ich eigentlich unterm Tisch haben. Weil ich mal ausrechnen wollte, wie viel Hektar Land ich überhaupt besitze. Dann kann ich nicht schauen, was ich ungefähr bei der Ernte raus habe. Wie viel Liter? Deswegen. Aber das hat, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Das herauszufinden. Das Alter jetzt ehrlich gesagt auch nicht. So ist unbedingt herauszufinden, wie viel Hektar Land man besitzt. Aber würde mich doch mal interessieren, was man so am Land besitzt und die Hektarzahl. So, das eine, also Feld 32. Ist wie 32, 52. Hat 4,32 Hektar. Feld 53 hat 5,36 Hektar. Feld 49 hat 4,32 Hektar.
Der Hof kann nicht angerechnet werden. So, Feld 31, 51 hat 2,33 Hektar. Und Feld 50 hat 3,67 Hektar. So, dann rechnen wir mal eben alles aus. So, das sind dann 10, 20, 0 dahin, 2 in Sinn. Dann 3, 6, 9, 12. 12, das sind dann 0. Wieder 2 in Sinn. 9. 13. So, insgesamt habe ich 20 Hektar. Habe ich insgesamt. So, ohne natürlich jetzt Hof 4 mit einzuberechnen, weil das kann man nicht mit einberechnen, weil man da ja nichts ansehen kann. Deswegen. Und da werden wir mal nachsehen. So, aber ich muss jetzt ja schon wieder aufhören, weil ich ein wichtiges Telefonat führen muss. Und dann sage ich mal bis nachher. Vielleicht komme ich noch mal in einer halben Stunde oder eine Stunde rein. Weil weiß jetzt nicht, wie lange das Telefonat dauert. Deswegen sage ich mal bis später.